Offene Gesellschaft ist ja ein popperscher Begriff. Ich spreche lieber von Demokratie, nicht nur als Regierungsform, sondern auch als Lebensform. Und das beinhaltet die Frage von Teilhabe. Also wie nehmen wir sozusagen auch alle nicht nur mit, sondern wie können wir Prozesse so demokratisch gestalten, dass wir über längere fristige Ziele auch diskutieren können. Und das würde heute ganz, ganz stark deutlich, dass wir raus müssen aus den Pfadabhängigkeiten, um überhaupt nachhaltig Entwicklung ermöglichen zu können. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, auch wenn wir die Digitalisierung anschauen und Künstliche Intelligenz, die technologischen Entwicklungen sind ja kein Zweck an sich, sondern Mittel zum Zweck. Zu welchem Zweck? Also müssen wir uns die Zielfrage stellen, langfristige Ziele, und die müssen wir natürlich gesamtgesellschaftlich diskutieren. Das heißt, wie schaffen wir es überhaupt, gesamtgesellschaftliche Diskussionen anzuzetteln, die auch diejenigen einbezieht, die vielleicht nicht so leicht teilhaben können? Und das ist die Frage der Demokratie und das sind die Voraussetzungen für eine offene Gesellschaft. Und die müssen wir selber erschaffen. Nicht nur für die technologischen Fortschritte, sondern eben auch für Fragen, wie wollen wir überhaupt leben, welche Werte wollen wir unser Handeln zugrunde legen und auch die Frage, was heißt es für unseren Handeln hier und heute. Und das sind extrem wichtige Fragen, die eben auch die Demokratiefrage stellt, gesellschaftlicher Art, nämlich inwiefern die gesellschaftlichen Voraussetzungen von Demokratie als Lebensform überhaupt noch gegeben sind und wie wir sie erneuern können. Können Sie denn erneuern? Indem wir solche Prozesse schaffen. Ich mache ein Beispiel. Wir haben es ja mit Transformationen zu tun, die weitreichend sind, beispielsweise im Strukturwandel oder im Kohleausstieg. Da weiß man auch nicht, was das Problem eigentlich ist. Also es gibt ja die Frage der Wirtschaft, es gibt natürlich auch die Frage der Wertschöpfung, es gibt aber auch die Frage der Identität, es gibt die Frage der Demokratie, wir haben es auch mit schwerwiegenden Fragen zu tun, wie die nächsten Landtagswahlen aussehen in Sachsen und auch in Brandenburg. Und insofern weiß man nicht genau, was letztlich das Problem ist. Ist es nur die Jobs, ist es die Identität, ist es eine Frage von Demokratie? Und das zusammenzudenken, diese konflikthafte Perspektive auf das ein und dasselbe Problem gemeinsam mit den Menschen vor Ort und deren auch Kreativität, was die Lösungen anbelangt, einzubeziehen, ist extrem wichtig. Es geht also nicht darum, einfach technokratisch gesehen Ideen über sie drüber zu stülpen, sondern ihre eigene Vorstellung, wie diese Region in 20, 30 Jahren aussehen soll, auf jeden Fall voranzustellen. Ich hatte ganz viele Aha-Erlebnisse. Zum einen fand ich es sehr erhellend, zu überlegen, welche Wissenschaft wir eigentlich brauchen. Inwiefern kann man überhaupt die Rahmenbedingungen schaffen, dass Wissenschaft wirklich gemeinwohlorientiert ist und nicht irgendwelchen Interessen hinterherläuft. Und welche Verantwortung Wissenschaft eigentlich hat für die Transformation, aber auch für die Gesellschaft. Das ist ja das Potsdamer Memorandum, was auch besagt, dass wir einen neuen Vertrag brauchen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Daraus ist das ISS entstanden. Was heißt es? Wie kann man das mit Leben eigentlich füllen? Und dafür gibt es eine Grundfinanzierung, die genau es auch ermöglicht, neue Wege zu gehen und nicht in Pfadabhängigkeiten zu bleiben, die auch in der Wissenschaft vorhanden sind. Das war ein wichtiger Aspekt. Ich glaube, Jürgen Renn hat auch gezeigt, dass auch die technologischen Entwicklungen nicht einfach Selbstläufer sind und Gott gegeben, sondern dass man die auch gestalten muss. Und selbst wenn man sozusagen wirtschaftliche Interessen berücksichtigt, die natürlich auch nicht nur in Deutschland vorhanden sind, sondern vor allem in Silicon Valley, dann stellt sich trotzdem die Frage nicht nur der Regulierung, sondern der Gestaltbarkeit auch für Europa und für Deutschland. Das waren sicherlich wichtige Aspekte. Ich glaube, dass am Ende auch durch die Rede von Herrn Töpfer klar wurde, dass der internationale Aspekt auch sehr wichtig ist. Das heißt, wenn es um Teilhaberechte geht für die offene Gesellschaft, dann ist es schon in Deutschland schwierig, weil wir haben auch die Abgehängten im ländlichen Raum. Das ist schon schwierig vorzustellen und zu gestalten. Noch schwieriger wird es, wenn wir es international uns vorstellen und uns überlegen, wie können denn Menschen in Afrika oder in brasilianischen Slums teilhaben an der offenen Gesellschaft und was heißt es denn eigentlich und welche Skalen brauchen wir, nicht nur für die Skalierung der technologischen Entwicklung, sondern eben auch politische Skalen, lokal, national, europäisch, international oder global. Also es gibt natürlich Klimaschutzziele, die natürlich international sind, aber auf die Region, wie die Lausitz, eine extreme Konsequenz hat. Und wie können wir die politischen Gemeinschaften und Skalen und auch Entscheidungsfindungsprozesse so gestalten, dass sie sozusagen keine zahnlosen Tiere, sondern wirklich gestalten können.